Geboren als eine Tochter von einem Kurden und einem Türken, weiß ich, was es bedeutet, zwischen verschiedenen sogenannten Ethnien aufzuwachsen. Wobei das Kurdischsein meines Vaters sofort schon unterdrückt wurde als assimilierter Kurde, hat er uns noch nicht mal die Sprache beigebracht. Also ich konnte nicht mal Yes, Sir auf Kurdisch sagen. Aber das ging dann Evet Anneciğim auf Türkisch. Sehr, sehr gut. Also schon aufgewachsen auch in solchen traditionellen, sehr engen, sehr strikten Verhältnissen. Wobei Deutschland und Amerika ja so weit auseinander, also USA, Welten dazwischen liegen, das ist einem so naheliegend, und kurdisch-türkisch in einem Dorf. Ja? Also meine Eltern haben in diesem Dorf schon Break the Rules realisiert, indem sie geheiratet haben und einfach abgehauen sind aus diesem Dorf. Das heißt, es ist mir in die Wiege gelegt worden, dass ich auch als Kinder dieser Eltern unbedingt ja, gegen so viele Dinge verstoßen sollte in meinem Leben, wie es nur so geht. Und so stehe ich hier als einzige Rednerin zum Beispiel, ja? Es sind ja alles Herren. Es sind alles Männer. Wir haben nichts gegen Männer, wir lieben Männer, glaube ich, ja. Aber es gibt noch so viele verschiedene Identitäten, ja. Wir sind halt Menschen, die vielleicht nicht Männer lieben, sondern andere. Also wenn ich das fortführen darf auf die Frage, wie viele Identitäten wir haben, ja, Migrationshintergrund, deutscher Vordergrund, bezieht sich selbstverständlich auf das, wie wir uns fühlen, was wir sind, nicht nur, wo wir herkommen. Wie viele Frauen gibt es im Raum? Ja. Wie viele Männer gibt es im Raum? Ja. Wie viele Frauen im Körper eines Mannes, die sich fühlen wie eine Frau? Oder umgekehrt, also ich komme auch schon durcheinander. Wie viele Menschen im Körper einer Frau, die sich aber als Mann fühlen? Wie viele melden sich alle nicht? Die trauen sich alle nicht, ja? Wer traut sich das auch nach außen zu tragen? Ja? Break the rules. Ja? Einfach dazu stehen, heißt das, nämlich was man eigentlich auch ist. Vegan geht noch, oder? Vegetarisch auch? Ja, und die anderen, die stehen dazu, dass sie Fleischfresser sind. Wie mein Töchterchen. Und ich bin vegan. Migrationshintergrund, deutscher Vordergrund. Habe ich mir irgendwann überlegt, das wird meine... Das ist meine Identität und das ist meine Berufskleidung eigentlich. Ich habe ein T-Shirt entwickelt. Das hat demnächst meine Tochter dann bei einer Veranstaltung an, vielleicht damit man auch erkennt, was sie für einen Hintergrund und Vordergrund hat. Denn wir Menschen, die diesen sogenannten Migrationshintergrund haben, werden ja in erster Linie damit gesehen. Und auch ich bin damit aufgewachsen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einen Vordergrund, Hintergrund habe, habe ich doch auch einen Vordergrund. Und was ist das denn eigentlich für ein Vordergrund? Und da kam ich eben auf diese Bezeichnung, wenn ich einen Hintergrund habe als Migration, was auch immer, habe ich auch einen Vordergrund. Ja? Und das ist ein deutscher Vordergrund. Das ist ein Teil meiner Identität. Wir wollen euch ja, Ihnen heute ein paar Sätze liefern, die im Kopf hängen bleiben als etwas, wie man so schön sagt, Schlüsselerlebnis, das ihr dann mitnimmt außerhalb dessen, was ihr täglich hier in euren Seelen zu hören bekommt. Und da geht es darum, Menschen kennenzulernen, die zwar ganz klassisch in ihren Berufen sind, so habe ich das verstanden, aber auch so Sachen machen, die eben so außerhalb der Reihe sind. Und da hat der Patrick ja schon so schöne Vorlagen geliefert, dass ich unbedingt da weitermachen muss, zu sagen, was habe ich denn in meinem Leben alles erlebt, warum ich dagegen immer wieder ankämpfen musste. Und zwar so weit sogar, dass es Menschen gab, denen das so missfiel, dass sie mir nach dem Leben getrachtet haben. Also wo nimmt man dann so viel Mut her, dass man das tut? Und während ich ihm zugehört habe, habe ich gedacht, man kriegt das wahrscheinlich in die Wiege gelegt, und dann stellt sich die Frage, ob man sich gegen all die Unterdrückung, die man erlebt in der Familie, denn unsere Väter und Mütter sind unsere Väter und Mütter, die wir lieben, aber sie sind am Ende diejenigen auch, die dazu beitragen, dass wir entweder stark genug sind, uns zu wehren oder einfach da bleiben, also uns unterdrücken lassen. Und ich habe entschieden, dass ich als Tochter meiner Eltern eben mit 5 Kindern, 2 Töchter, 3 Söhne, mich nicht so unterdrücken lassen wollte als Frau, und habe sehr schnell gemerkt, dass ich einfach nur, weil ich ein Mädchen bin, anders behandelt werde. Ich habe schnell gemerkt, dass das ein Unterschied ist, was für ob ich ein Mädchen oder eine Frau bin, und das ist nichts Neues. Und ich möchte euch heute das wieder mitgeben und Ihnen mitgeben,
wie Sie hier realisieren, es sind wenige Frauen auch hier an dieser Universität und es sind mehr Männer. Was bedeutet das? Was haben wir zu tun? Was ist unsere Aufgabe? Offensichtlich ganz früh auch bei mir, das internationale Patriarchat zu stürzen. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt ein internationales Patriarchat. Und es geht nämlich nicht nur darum, dass in der Kultur, aus der ich komme, Mädchen oder Frauen, aus der Religion, aus der ich komme, Mädchen oder Frauen benachteiligt werden, sondern weltweit geschieht das. Denn all das, was der Patrick so für sich als Amerikaner und Deutscher berichten konnte, kann ich natürlich auf der anderen Seite aus Asien berichten. Wie geht es dort Frauen, wie geht es dort Männern? Wie unterschiedlich werden sie behandelt? Wie unterschiedlich sind wir nach wie vor auch im Business? Ja? Wie viel Geld verdienen Frauen, wie viel Geld verdienen Männer? Aber jetzt schweife ich da ein bisschen schon ab. Trotzdem ist das so ein ganzes Bild, das, was mich ausmacht. Das sind alles die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Kürzlich war ich in der Sendung bei Anne Will und wurde mit anderen Gästen zu dem Thema Erdogan befragt. Er war gerade wieder hier in Deutschland, hat Wahlkampf betrieben. Aber das, was ich euch erzählen will, ist eigentlich das Ereignis am nächsten Tag. Das war sehr spannend, denn auf der Straße erkannte mich eine Frau, sprang auf mich zu und fragte mich, wissen Sie, wer Sie sind? Und mit dieser Frage kann ich euch eigentlich auch schon nach Hause schicken. Dann wisst ihr denn eigentlich, wer ihr seid? Und ich habe gedacht, wie antworte ich ihr jetzt? Also weiß ich, wer ich bin? Das könnte jetzt Wochen, Monate dauern, bis ich ihr das erklärt habe, wer ich bin. Natürlich wollte sie wissen, ob ich Sedan Atesh bin, aber das ist eine hochphilosophische Frage in dem Moment für mich gewesen. Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Denn ich werde ständig konfrontiert mit diesen beiden Begriffen. Ja? Migrationshintergrund, deutscher Vordergrund habe ich mir ja ausgedacht. Nehmen Sie bitte mit. Ja, weiß ich eigentlich, wer ich bin? Mit 6 Jahren in Istanbul geboren, lebe ich seit 1969 in Berlin und werde immer wieder gefragt, gehst du dieses Jahr wieder in deine Heimat? Wo gehöre ich hin? Meine Heimat. Ich habe ein Buch geschrieben, Wahlheimat, das letzte. Warum ich Deutschland lieben möchte. Es ist meine Heimat, schon im Buch Der Multikulti-Urtum, ist der erste Satz. Jedes Jahr werde ich im Sommer gefragt, ob ich dieses Jahr wieder in meine Heimat fahre. Ja, aber ich bin doch da. Ich bin in Berlin. Das ist meine Heimat. Aber trotzdem werde ich gefragt, wo gehören wir hin? Das wäre der andere Satz gewesen, der dahin gehört. Gehöre ich nicht in dieses Land? Bin ich keine Deutsche? Könnt ihr mich nicht akzeptieren als Deutsche? Könnt ihr nicht sehen, dass ich auch deutsch bin, manchmal sogar sehr deutsch? Wir sind 5 Kinder, wie gesagt, 3 Söhne. Und der eine, der zweitälteste, wird in unserer Familie inzwischen der Deutsche genannt. Und was ist der Grund? Wir fahren mit 5 Kindern, wir 5 und noch 6 andere, 11 Kinder mit 3 Autos in die Türkei. Mein Kind war natürlich dabei. Sie hat übrigens Muttersprache Deutsch und Englisch. Ja? Auch sie, im Kindergarten ist sie als Türkin erkannt worden, ja? Aber Türkisch spricht sie nicht so gut wie Deutsch und Englisch. Gut, auf dieser Fahrt, ja? Wenn wir auseinandergegangen sind und gerade gepicknickt haben, jeder auf die Toilette und so und wieder zusammenkommen wollten, dann irgendjemand gesagt hat, hadi, hadi, ja, los, yalla, yalla, wir wollen losgehen. Da stand der, unser Bruder, sagte, ich warte schon seit einer Stunde. Ja, was hat der denn nun? Hat der einen Migrationshintergrund? Nee, so gar nicht. Der hat einen so urdeutschen Hintergrund, das ist der Preuße, ja? Ein ganz klarer Preuße in unserer Familie. Und also es ist eindeutig, dass er das Kind unserer Eltern ist, aber er wird der Deutsche genannt, stimmt's? Ja. Wo ist der Deutsche schon wieder? Haben wir immer gefragt, wenn der verloren gegangen ist, wenn wir ihn nicht gesehen haben. Aber in der Wahrnehmung nach außen sind wir das nicht. Erlaubt es uns. Lasst uns auch auf dieses Land stolz sein, weil wir die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und ich bin eine Verfassungspatriotin, diese Verfassung lieben. Aber denkt nicht, dass ich meine Identität als Türkin damit verleugne. Natürlich nicht, auch nicht meine Religion. Warum muss entweder das eine oder das andere passieren? Beides ist möglich. Und da werde ich erst kürzlich wieder, vor 2 Wochen, ausgezeichnet mit einem Frauenrechtspreis. Ich bin ja Frauenrechtlerin. Johanna Löwenherz heißt, die Dame ist Jüdin, hat ihr ganzes Vermögen der Sache der Frauen gestiftet. Nach dieser Frau ist dieser Preis bezeichnet. Meine sehr, sehr geliebte und verbündete Schwester Lea Ackermann, Katholikin, hat den Preis auch schon bekommen. Ich, Muslimin, bekennende, gläubige Muslimin, bin nicht Atheistin, auch wenn das viele gerne hätten, weil ich ja in der Islamkonferenz als kritische Muslimin gelte. Nein, ich glaube an Gott, ich glaube an Allah, ich glaube an den einen Gott.
Na jedenfalls bin ich ausgezeichnet, wieder mal zu solch einem tollen Preis. Und hatte kurz vorher auch einen Vortrag, wieder eine Lesung zu meinem Thema Wahlheimat, warum ich Deutschland lieben möchte. Sitze mit meinem Töchterchen in der ersten Klasse und fahre wieder zurück nach Berlin. Bahnkomfort. Kommt eine Dame in das Abteil, setzt sich hin und tut so, als ob wir dort falsch wären. Sie war aber falsch, denn ich hatte Bahnkomfort und sie nicht. Kam aus Süddeutschland. Die nächste Frage, die sie mir stellte, nachdem ich wirklich mich krampfhaft versucht habe, nicht in ihre Richtung da zu bewegen oder in ihre Richtung zu drehen, habe zum Fenster mein Kind, mit ihr habe ich Türkisch gesprochen die ganze Zeit, weil ich kenne diese Situation. Manchmal entfliehe ich und manchmal möchte ich diesen Situationen entfliehen, weil ich genau weiß, ich wurde gerade wieder ausgezeichnet. Man hat es erkannt und anerkannt, dass ich zu diesem Land gehöre, dass ich beide Länder in mir trage. Und jetzt ist gleich wieder eine Frau mir gegenüber und will sich mit mir unterhalten und wird mich fragen, warum ich so gut Deutsch spreche. Das wusste ich, aber gut, ich habe es geschafft, dass ich lange nicht mit ihr reden musste. Als ich dann mich so zu ihr gedreht habe, hat sie gefragt, was haben Sie denn mit Ihrer Tochter gesprochen? Was ist das für eine Sprache? Sagte ich, ja, das war Türkisch. Oh, Türkisch. Ich dachte, das sei eine nordische Sprache. Denn es geht nicht, dass eine Türkin so aussieht wie ich. Das geht nicht. Es geht auch nicht, dass eine Tochter einer Türkin so aussieht wie dieses Kind. Das geht nicht. Und in der ersten Klasse im Bahnkomfort sitzt, geht natürlich auch nicht. Man ist das nicht gewohnt, sie da zu sehen. Man ist eher Putzfrau oder Sekretärin, vielleicht in einer Fabrik, immer noch so, leider Gottes. Ich will nicht verallgemeinern und sagen, das ist grundsätzlich so. Natürlich realisieren viele inzwischen, dass wir bald da sind. Aber in unserer heilen Welt hier, ne, hier zusammen, das wissen wir. Aber wenn ich dann im Zug sitze und solchen Damen begegne, dann ist das eben nicht so selbstverständlich. Und wisst ihr, was sie mich gefragt hat? Fühlen Sie sich wohl in Deutschland? Da habe ich gesagt, ja, und Sie? Sagt sie, ja, ist doch meine Heimat. Ganz erschrocken. Ich habe das Buch Wahlheimat geschrieben. Ich auch, das ist auch meine Heimat. Ja, aber Sie kommen doch woanders her. Dann habe ich aber wirklich keine Lust mehr gehabt, denn ich kam wirklich von dieser tollen Reise. Und dann haben wir nicht mehr so viel mit dir geredet, stimmt's? Nee. Sie kam aus Süddeutschland, wollte nach Norddeutschland zu ihrer Tochter und ich bin durch dieses Land bestimmt sehr viel mehr gereist und kenne viel mehr kleinere Orte als sie. Aber damit will ich euch sagen, Migrationshintergrund, deutscher Vordergrund, wir haben so viel mehr Identitäten, vegan, vegetarisch. Es geht nicht darum, sich in diese Ethnien einzuordnen, in Nationen einzuordnen. Von Nationalität bin ich ganz, ganz weit entfernt. Aber ich lebe hier in diesem Land wirklich sehr, sehr gerne auf dieser Welt. Und es geht darum, menschlich sich zu begegnen, wie Patrick eben gesagt hat auch. Ja? Nicht nur in den Betrieben, sondern auch außerhalb den Betrieben. Was macht mich aus? Mich macht es aus, dass ich versuche, zwischen den Menschen auch zu vermitteln als Anwältin, dass sie miteinander auskommen, dass sie außergerichtlich Regelungen treffen im Familienrecht zum Beispiel. Das ist eine weitere Identität, die ich habe. Das macht mich aus als Mensch. Aber es verletzt mich. Es verletzt mich heute noch, nach 44 Jahren Deutschland, wenn ich nicht als zu diesem Land gehörig angesehen werde. Wenn Menschen mir da und dort immer wieder begegnen als eine Fremde, als eine Person, die nicht mit dieser Kultur verhaftet ist. Wenn ich zum Beispiel, obwohl ich so viele Bücher schon in Deutschland gelesen habe und auch einige geschrieben habe, wenn man mir sagt, Frau Attisch, Sie können sich damit nicht auskennen, denn Sie sind ja nicht Deutsche oder Sie sind ja nicht aus Deutschland. Ich will euch damit sagen, Ihnen damit sagen, dass teilweise wir besser Deutsch sprechen als Urdeutschgeborene. Das wissen wir. Es sind auch einige Erlebnisse, die ich hatte, wenn Taxifahrer mich gefragt haben, wieso sprechen Sie denn so gut Deutsch? Dann konnte ich locker sagen, ja, ich habe ja auch Abitur. Und Sie? Das war in den 80er Jahren. Durchaus nicht üblich, ja. Ich meine, ich bin auch in der Türkei zum Beispiel in den 80er Jahren einen VW-Bus gefahren. Und wenn ich dann einen LKW-Fahrer überholt habe und das ist passiert und mein blonder deutscher Freund saß daneben, ja, dann wurde der LKW-Fahrer schon aggressiv, wie denn diese junge Frau da mit ihrem VW-Bus da ihn überholen kann, ja. Und mein deutscher blonder Freund, der war dann leider so gemein, dass er rüberguckt und lächelte, grinste.
Und dieser LKW-Fahrer dann wirklich alles tat, um mich dann wieder zu überholen. Da war mir dann auch klar, dieser Mann hat ein anderes Problem. Ja? Ein großes Problem mit seinem großen Auto. Es war wirklich wunderschön, hier zu sein. Es war toll zu hören, was er für eine tolle Arbeit macht. Und ich versuche auch in meiner kleinen Welt, aus der großen Welt kommend hast du all die Sachen, in meiner kleinen Welt immer wieder dagegen anzugehen, dass Menschen sagen, so hast du zu sein, so musst du sein. Und in diese Schublade gehörst du. Ich bin im humanistischen Verband, im Kuratorium. Es wird behauptet, es sind alles nur Atheisten. Und werde bei der kritischen Islamkonferenz gefragt, Frau Attisch, wie können Sie denn noch sagen, dass Sie gläubig sind, obwohl Sie im humanistischen Verband im Kuratorium sind? Ja, warum kann ich das sagen? Weil der Glaube sowas Intimes, sowas Persönliches, weil ich glaube. Ich glaube an Gott. Und wenn ich an Gott glaube, heißt das doch nicht, dass ich nicht humanistisch denke. Wieso soll das nicht zusammengehen? Wieso kann ich nicht eine Tochter haben, die Fleischfresserin ist, obwohl ich vegan bin? Warum geht das nicht? Natürlich geht das. Das ist Menschlichkeit. Wir sind alle Menschen mit vielen, vielen Identitäten, auch wenn Sie das alle nicht zugeben wollen, dass Sie viele, viele Identitäten haben, weil viele Menschen das sich auch nicht trauen. Ich will euch nur sagen, traut euch, das zu sein, wer ihr seid. Wie die junge Frau zu mir gesagt hat, wissen Sie, wer Sie sind? In diesem Sinne, vielen Dank. Applaus